kurzes Video zum Thema Training und Beruf vereinbaren. Ich habe hier den Daniel Schütz. Die direkte Frage, geht das überhaupt? Das hängt davon ab, wie viel Zeit ich habe. Denn nicht jeder hat die Zeit, den Tag über jede Minute, jede Stunde mal auf den Chart zu schauen. Das hängt davon ab, wie ich arbeite. So, ich habe wenig Zeit. Wie mache ich es denn? Ja, dann suche ich mir eine höhere Zeitebene eventuell. 4-Stunden-Chart bietet die Möglichkeit, alle 4 Stunden einmal auf den Chart zu schauen, dann seine Trading-Entscheidung daraus zu treffen. Mhm. Das wäre eine Möglichkeit. Dann werde ich ja zum Teilzeit-Trader, aber wie übt sich dann das aus auf meine Positionsgrößen und wie oft muss ich dann auf den Markt schauen? Da ist eine der Fallstricken, und zwar, ich muss meine Positionsgröße der Zeitebene anpassen. Das heißt, dass ich eventuell meine Positionsgröße verringern muss, denn die Stops liegen nicht so dicht am Markt, wie sie jetzt zum Beispiel beim Minuten- oder 5-Minuten-Chart sind. Vielleicht auch noch eine Idee, die andere Trader nutzen, ist die Fragestellung, dass man sich vielleicht auch Währungspaare anschaut, die für uns nicht so ganz geläufig sind, wie zum Beispiel der australische Dollar, US-Dollar, wo wir Bewegung haben zu einer Zeitebene, in der es in Europa nicht so viel los ist. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Mhm. Und zwar, wenn ich mir anschaue, den Austral-Dollar, den japanischen Yen oder sonst irgendwas, da ist Volatilität im Markt zu der Zeit, zu der die Menschen hier schlafen. Und da kann ich doch den einen oder anderen Trade ins Laufen bringen dann doch. Genau, also die Zeit dann besser nutzen. Und wie würdest du die, wenn ich jetzt nur 2 Stunden abends quasi Zeit habe, nutzen, mehr für das Trading oder dann für die Analyse? Definitiv für die Analyse. Ich muss den Trade vorbereiten. Ich muss wissen, was ich tun. Ich darf nicht einfach nur so in den Trade hineinspringen. Denn ganz oft einer der Fehler ist, dass man die Leute fragt, warum sind sie einen Trade eingegangen, und sie können die Begründung dafür nicht liefern. Sie haben einfach nur einen Trade gemacht, damit sie traden, und das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Auch ein Trade muss überlegt sein und deswegen die meiste Zeit in die Analyse stecken. Denke ich, eine ganz spannende Idee, um wie gesagt die Zeit, in der man vielleicht im Beruf ist und mit der Familie fokussiert ist, dass man die eben nicht nutzt zum Traden, weil man da eher schlechte Entscheidungen trifft. Und aber in den Zeiten, wo man tatsächlich ein bisschen Kapazität hat, an der Stelle dann, wie sich die Bandbreite schafft, um eben den Markt zu analysieren. Und der Markt übt dann den Trade aus oder nicht. Ja, das kann er dann machen. Und wenn man dann morgens wieder an die Tradingstation zurückkehrt, kann man sehen, was der Markt daraus gemacht hat oder eben auch nicht. Definitiv. Es kommt nicht auf die Quantität, sondern auf die Qualität des Trades an. Mhm. Ja, wunderbar. Vielen Dank für deine Einblicke. Das soll es kurz gewesen sein zum Thema Trading und Beruf vereinbaren.